Wir starten einfach in die wundervolle Welt von Baldur's Gate 3. Den Anfang finde ich jetzt eigentlich doof, aber wir starten einfach ein neues Spiel rein. Nein, wir haben nicht die ganze Zeit Echo. Ich dachte, das ist eine gute Idee am Anfang, aber ich schalte das lieber wieder aus. Neues Spiel starten. Die erste schwierige Entscheidung. Ich habe keinen Würfel zum Würfeln. Ich wollte mir noch einen besorgen vorher. Taktika. Ausgeglichen. Erlauben wir ein bisschen Ruhe, weil vielleicht können wir es später schwerer machen. Zugriff zulassen. Der Pascal, hallo. Geht so, Hinweise aktivieren. Lassen wir erstmal an. Ich habe zwar das Early Access nochmal kurz gespielt gehabt und wir haben ja damals 17 Stunden verbracht in der Early Access Fassung, wo wir das erste Mal gespielt haben. Jetzt ist natürlich der Charaktereditor angepasst worden, ne? Das sind die Originalcharaktere, mit denen wir zwar später zu tun haben werden. Oder? Sind das welche, die wir vorauswählen können? Weil den Astarion, den treffen wir doch auch. Ist aber auch egal. Wir machen unseren eigenen Charakter natürlich. Weil ich habe mich ja heute als Barbar verkleidet. Hochelf, Schurke 1. Das werden wir natürlich noch alles verändern. Moment, Charakter bearbeiten. Erstmal Volk bestimmen. Throw. Ins Unterreich getrieben haben die meisten Drow einen rücksichtslosen Pragmatismus entwickelt. Jene, die sich bloß verschworen haben, schätzen die Dogmen der bösen Göttin, während die Seldarin-Drow ihre Versuche zurückweisen, den Anführer des Elfenpantheons zu stürzen. Wurde die Drachenblütige aber noch mal ordentlich angepasst. Im Vergleich zum Early Access. Es ist auch so schön eigentlich, die Modelle. Da habe ich auch noch mal in der Early Access Fassung gesehen, wie hochauflösend die sind.
Sind alle zu hellhäutig. So. Lieber Asche und nicht Eis, was wird nämlich ein bisschen dunkler dann werden, sonst sind die alle hier Avatarblau. Können Drow überhaupt Sommersprossen haben? Ich glaube nämlich nicht. Ah doch, so ganz dunkle. Ich werde jetzt nicht auf jede einzelne Geschichte, die im Chat jetzt dran ist, kannst du mal das zeigen, kannst du mal das zeigen. Nicht binär andere. Where to next? Let's hope the locals are friendly. Help, be wary. It's opened. More of those wretched things. There's magic keeping this chest. Where? Let's hells. Some be wary. It's opened. More of those wretched things. There's magic keeping this chest sealed. I can feel its aura. Das hört sich gut an. So, zwei Augenfarben haben. Machen wir mal nicht nur die rassenspezifischen Augenfarben. Oh. Ein richtiger Schnückelchen. Oh, Gott sei Dank gibt es jetzt eine Übersicht der Haare. Das war nämlich in der letzten Version noch nicht. Also in der letzten Early Access Fassung konnte sich dann nur durchklicken. H1, H2, H3, H4. Mein Gott. Ah, ich könnte mich hier so austoben, ey. Nein, wir brauchen einen Charakter, der vernünftig aussieht. Es gibt ja keine Zöpfchen oder sonst irgendwas in die Richtung. Gibt auch nicht hier die Tante Käthe Dauerwolle Locke. Richtig schöne Föhnfrisur.
Die Augen sind zu passiv. Auch etwas eher menschenfarbiges. Pfirsich ist, glaube ich, menschenfarbig. Nur so ganz leicht. Das ist alles angesichts bei... Ja, die dürfen gar wahrscheinlich... Drow dürfen wahrscheinlich laut Lore gar keinen Bart tragen. Deshalb gibt es keine Gesichtsbehaarung. Habe ich ja gefickt eingeschädelt. Where to next? Sitzt du jetzt jedes Mal bei BG3 so vor der Kamera? Ich glaube, das wird schwierig. Sedarine Drow sind in ganz Faerun auf der Suche nach Verbündeten. Sie wollen ihren Konflikt mit Luz untereinander um jeden Preis beilegen. Nee, wir sind ein ergebene Drow. Tja, jetzt wird's schwierig. Von Natur aus zauberwirkender oder ein richtiger Magier? Oder ein Hexenmeister? Druide ist zwar irgendwo interessant, aber... schwierig. Es tut mir leid, ich habe meine Hände nicht schwarz gemacht. Du erhältst Hexenmeister-Zauberplätze. Ich finde übrigens ganz cool, dass du hier mit T immer das nächste Fenster einrasten kannst. Da sollte sich mal bitte Paradox abgucken bei ihren Fenstern. Einfache Illusion, Magiehand ist, um mit Gegenständen in der Ferne zu agieren. Hexmeister, die im Dienst von Unholden stehen, führen zerstörisches im Schilde, Absicht oder nicht, und erhalten dafür höllische Segen. Machst du eine gegnerische Kreatur zu 0 Trefferpunkten, also tötest du eine gegnerische Kreatur, gewährt dieses Geschenk deines Schutzpatrons dir plus 4. Bis zum Ende des Zuges verängstigt sein. Der große alte Hexmeister, die an mystische Wesen aus den fernen Reichen gebunden sind, arbeiten auf unergründliche Ziele hin und eignen sich seltsame Kräfte über Entropie und Geist an. Verzauber oder verängstige die Gegner in der Nähe mit der betörenden, verstörenden Magie des Feywilds. Alle Ziele im Licht werden, ach so. Also wenn der große Alte.
Gekleidet bist du eigentlich wie ein Drow Sorcerer. Ach, es ist so schwierig, muss ich euch sagen. Die Klassenentscheidung. Ich habe zwar mich schon eingegrenzt von Anfang an, da ich mich nur auf die Zauberklassen konzentrieren werde, weil ich sonst immer Schurke oder sowas spiele in die Richtung. Und das ist ein Wärme halt was anderes. Das sind die spielbaren Rassen mit den Unterrassen. Wo ich jetzt aber nicht in alle Unterrassen reingehen werde. Ich wollte jetzt nur mal kurz drauf eingehen, weil die Frage gerade gesehen wurde von mir rechts im Augenwinkel. Das sieht irgendwie befremdlich aus, ein Droll-Mönch. Schlaghagel. Danke übrigens für die Verschenkung von den Abos und wir haben das Abo-Ziel erreicht, was ich nicht vergessen habe hochzustellen vorher. Droide hätte mich interessiert wegen dem Sprechen mit Tieren. In allen Spielen von den Entwicklern ist das Sprechen mit Tieren einfach ein Highlight. Aber da wird man einen Begleiter finden können, der das machen kann. Jetzt nicht nur wegen dem Trailer, sondern auch bei Divinity 1 und 2. Mit Tieren sprechen ist immer Burner gewesen. Komm, wir machen klassischen Magier. Also keinen mit Zaubern geborenen, sondern Magier, der es gelernt hat. Da haben wir auch die größte Auswahl an Zaubern. Möchte aber nicht den Kältestrahl, sondern die Knochenkälte. Die Magierhand lassen wir drin, das wird schon ganz praktisch sein. Ich werde wahrscheinlich eher böse sein als gut. Wobei das relativ ist, die Bösen denken auch, sie sind die Guten. Schlafen ist ganz praktisch, wobei das Taschas grässliches Gelächter eigentlich auch eine coole Nummer ist. Nebelwolke. Guck mal, kannst du auch einen Vertrauten finden. Hintergrund. Scharlatan, du bist ein Manipulationsexperte, der zu Übertreibungen neigt und mit Freuden davon profitiert. Dein Weg zum Erfolg führt über verdrehte Wahrheiten und gegeneinander aufgehetzte Verbündete. Lügen und Betrügen verdrehe die Wahrheit. Aber ich sollte schon klassisch weiser sein, weil ich dadurch Arkane und Geschichte im Bonus bekomme. Nachforschung, Motiv erkennen plus 2, Wahrnehmung plus 2. So, Intelligenz plus 2 Bonus, ist natürlich klar. Zauberer, Konstitution als Erstbonus. Das sind übrigens das empfohlene Setting. Fertigkeitsübungen. Heilkunde 0, Wahrnehmung ist durch Volk. Das ist durch die Klasse, durch den Hintergrund. Erkenne Gottheiten, verstehe heilige Rituale. Am Motiv erkennen plus 2.
Ja, lass mal so. Ist schon alles okay. Wir sind Magier, nicht Zauberer. Tut mir leid, ich vertue mich manchmal. Ich werde bestimmt manchmal Magier sagen und nicht Zauberer. Das ist einfach durch Dummheit geschuldet. Nee, Intelligenz ist das, was das Zauberwirken bei Magier verbessert. Richtig. Magier sind die, die gelehrt wurden, Zauber zu benutzen. Und Zauberer, Magier sind die, die das gelernt haben. Und Zauberer sind die, die aufgrund von ihrem Ursprung, zum Beispiel, dass sie Drachenblut in sich haben oder sowas, in der Lage, Zauber zu wirken. Aber die wurden der Zauberei nie, also denen wird das nie beigebracht, so gesehen. Ich habe mir mal Gedanken machen sollen, was für einen Namen ich nehme. Konstantin. Da kommt Drow Con. Drow Konstantin. Drow. Wer wird mein Wächter? Derjenige, der mit mir mitläuft. Ich glaube, das können wir so gelassen. Eine weibliche Drow. Oder ein Tiefling. Die von den Teufeln der neuen Höllen abstammenden Tieflinge stoßen in Farun auf Misstrauen. Aufgrund ihrer Arkanfähigkeiten sind sie große Überlebenskünstler. Schon doof, in jede Rüstung ein Loch machen zu müssen, damit da ein Schwanz rausfallen kann.
Nach diesem Absturz waren wir in dem Tentakelmonster-Export aus Japan und können jetzt unseren Charakter bewegen. Bewege ich mit der linken Maustaste, natürlich. This is the pool that thing came from. The parasite now writhing behind your eye. Nachforschung, das Becken untersuchen. Manche Dialogoptionen erfordern einen Fertigkeitswurf, einen Würfelwurf, der mindestens die Zielzahl erreichen muss. Die Fertigkeiten deines Charakters fügen dem Wurf einen Bonus hinzu. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Vorhin noch geguckt und dann sowas. Need to find a way forward. Someone else got out. Not everyone made it out alive. Muss mal ein bisschen aufdrehen hier für mich, sonst höre ich nichts. Na, noch ein bisschen anpassen. Ups. Achso, das ist das Durchschalten der Zauberplatzstufen. Bonusaktion, das kannst du machen, ohne dass das Bewegungsaktion weckt. Und das kommt nachher noch alles im Kampf, das wird eh nochmal erklärt. No one stop me yet. Bodenbasierter Modus umschalten, Lager und Rasten. Mehr Reihen anzeigen, weniger Reihen anzeigen. Gelegenheitsangriff. Drehen der Kamera. So, allgemeine Karte, Questmarker, wird gerade gefragt, die Quest, Inspiration. Du bist neugierig und belesen, dein Wissensdurst ist unstillbar. Geh mal raus aus dem Schließmuskel. Nimm das hier ein Glas. Help us. Yes. You've come to save us from this place. From this place you'll free us. Please. Before they return! They return. A newborn. Born new from this husk. You realize you're talking to an intellect devourer. A minion of the mind flayers who abducted you. Er klingt, als hätte dir Angst. Warum? The enemy. So many enemies. Ich glaube, ihr könnt nicht mehr gerettet werden. Sagt mir, was ich tun soll. Remove us from this body. From this case. Free us. Please. Das offene Gehirn untersuchen. Das passt auch zu meiner Klasse. You notice edema, a swelling of the brain causing pressure where it strains against the shell of the skull.
Eine Extraktion des Gehirnsversuch, wobei du die Schwellung berücksichtigst. Klappt doch. Nicht mit dem Finger drin rumbohren. Das Gehirn ist für alle da. The brain lifts from the skull. But you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. Boah, 15 Schwierigkeitsgrad. Dabei wird das Ding sterben. Mein erstes Haustier und es verlässt mich direkt. Wir wären schon abgestürzt. Doch, sind wir ja. Es sah gerade so aus, als wenn wir uns noch bewegen würden. Abomination. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword. And a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Ugh. My head. What is this? Squaw. You are no thrall. Vlakith blesses me this day. Together, we might survive. Wieso denkt ihr, ich wäre ein Sklave? We carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geth, mind flayers. Wir werden zu Gedanken schindern. Wir müssen doch irgendetwas tun können. We can do nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. So schön. Mach dich kampfbereit, Kämpfe finden in Runden statt und die Kämpfenden sind der Reihe nach am Zug. Das Spiel um dich ist bei Kämpfen pausiert, sodass du Zeit hast, deine Aktionen zu planen. So, die grünen Punkte zeigen meine Aktionen. Das Dreieck ist die Bonusaktion. Da ist die Trefferchance dann dabei direkt. Nein.
Sturmangriff. Rettungswurf fehlgeschlagen. Survival is all that matters. Spurten, Hilfe anbieten, improvisierte Nahkampfwaffe, werfen, verstecken. Verstecken hört sich gut an. Wenn ich weggehe, sieht man, dass der einen Reaktionsangriff bekommt. Taking position. So, Knaufschlag ist eine Bonusaktion, deshalb konnte ich ihn auch machen. Let's go. Ah, okay, hier sieht man nämlich, dass ich eine Hauptaktion und eine Nebenaktion, also eine Bonusaktion machen darf. Zaubertricks müssen nicht aufgeladen werden, die kann man immer wieder verwenden. You prove surprisingly adequate in battle. Now, to the helm. Manche Verbündete können dich bei deinem Abenteuer begleiten. Du kannst sie genauso steuern wie deinen eigenen Charakter. Klick auf das Porträt des Begleiters, um ihn zu steuern. Fast. Wer seid ihr und warum helft ihr mir? Wer bin ich? Deine einzige Chance auf Survival. Now move. You are wasting time. Ich will jetzt überhaupt keine Zeit. Es ist schwer, keine Fragen zu stellen. Warum das Ruder? Control over the ship. Or do you wish to die here? So, Fernkampf-Set, zwei Waffen-Set, Lichtquellen ein- und ausschalten. Das sind auch schon mal ganz tolle Tasten. Ja, guck mal. Kannst du schön hin und her schieben. Unterschiedliche Menüpunkte. Kämpfer, Gegenstände, Passivwerte, eigene. Oder das aufgeteilt anzeigen lassen. Haben sie schon cool gemacht, das Menü. Und überladen. Wenn ich recht entsinne, braucht Armbrust keine Übung. Ah nee, wir sind in Handarmbrust geübt. Als Drow. Schön, wenn ich gerade noch so ein bisschen rumirritiere, aber sie haben ja wirklich das Menü ganz schön nochmal verändert. Still breathing, despite everything. Aber ist ganz cool geworden. Alles meins, Gold! Das
ship won't be able to take another dragon. We need to get out before it's too late. Da unten ist das Gewicht, was ich tragen kann. Ist jeder für sich alleine. So kann ich das bestimmt einfach rübergeben. Also ist kein Gruppeninventar, dass man sich das aufteilen kann. Muss manuell unterhalten. Ich weiß gar nicht mal, bei welchem Rollenspiel das war. Ich glaube, bei Pathfinder haben die ja gemacht, dass du ein Gruppeninventar hast und das teilte sich auf alle Leute gleichmäßig auf. Ich bin gerade nicht 100% sicher. Ist halt jetzt so passiert. Ich dachte, auf der Tafel stand auslösen. Hier ist Magie im Werk, aber was für eine? From the console near to the pod. Are you satisfied? We need to go. The construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Ihr könnt genauso gut in Dämonenfängen gefangen sein. Das Ding ist magisch mit der Konsole verbunden. Mal sehen, was ich tun kann. Hurry! Please! Console appears dormant. Die Glyphen auf dem das Gerät schreiben, die du von den Wächterruhen der Kapsel empfangen hast. The console hums to life. Die einsatzbereite Konsole genauer betrachten. Tada! Of the device make it seem more like a beating heart than a machine. Perhaps it will open the nearby pod. Suddenly, you feel a hideous squirming in your head. A parasite. Then discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. Authority. Die Kapsel mit Willenskraft meinen Willen aufzwingen. Ihr bestimmt Menschen hier eine Eins würfeln. You feel the biomechanical brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. Hallo, schönes Kind. Schön, Sie kennenzulernen. That damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a gith with you. You keep dangerous company. Ja,
Die gefährliche Gesellschaft ist genau das, was wir brauchen, wenn ihr kämpfen müsst. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Also gut, gehen wir. Ich bin Konstantin. Shadowheart. One moment. Was ist das? It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. She's right. Lead on. Das stimmt mit dir nicht. Wollte nur wegstoßen. Crank the brain. Ach so, sie ist dran. Schattenherz, Kleriker der Klasse 1. Tagger. Have to keep going. Der ist immer noch benommen. Dauerhaft bewusstlos. Mein Fehler. Ein menschliches Gehirn in einem Glas. I wonder what the next move is. My faith will guide me. Eager for battle. Von euch hat wahrscheinlich niemand irgendetwas, um was zu öffnen. Es wird übrigens wirklich schwierig werden. Verdammt, da kommen wir nicht ran so.
Still alive. So that's progress. Hatte nicht irgendjemand Dietrich im Inventar? Nein, keiner hat Dietrich im Inventar. Da ist ein Schlüsselbund. Trust my own judgment, Kanyank. Boah, ich bin durchs Feuer gelaufen. Du mich auch. Mind Flayer Horticulture. Moment, bevor ich da lang gehe, weil hier gibt es auch noch einen Weg, wo man rein kann. Das ist ein goldener Schlüssel. Skrar, how many hosts of this gate infected? A dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Ich bin schon viel zu nett. I hear something. Voices. I hear nothing of the sort. Another brain. This might have one of those controls next to the pod. Einfach mal drücken. Danke, Lord Blum, für dein Sub. Danke. As you place your hand on the pod, you hear something. Den du verschenkt hast. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Und nackt. Ob ich ihn, nee, rauslassen kann ich ihn wahrscheinlich nicht. Möchte ich auch gar nicht. Also sonst hätte es gefehlt. Ich habe die Truhe nicht mehr geöffnet. Na, die kann über ein Schild des Glaubens wirken, okay. Teufelchen.
schwaches Höllenschwein. Oh, ich habe daneben geschossen. Da muss man wirklich ganz genau drauf zielen. Da werde ich wahrscheinlich häufiger den Fehler machen. Untersuche die feindlichen Kreaturen, um zu sehen, welche Widerstände er hat. Zum Beispiel Feuerresistenz. Danke für die Bits. Treff nix. Den Drachen Sex haben. Time to push my luck again. These boots have seen everything. Schubsen ist so eine gute Bonusaktion. Warum wenn später Leute die Klippen runterschmeißt? Time to
deal some punishment. Aber immerhin geht so die Runde für jeden einzelnen Charakter sehr schnell rum. Kampflog ist theoretisch rechts unten. Da ist auch mein fetter Kopf vor. Ich kann dir den Kampflog auch vorlesen. Kommandant Sykes hat folgenden Zustand erhalten. Betäubt. Taste my fury. So much for peace. Light on my feet. Aus Avatar. Klebt mein Finger so viel. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Ah, ich werde mich erstmal nach Verletzungen untersuchen. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Ja, wer will denn geheilt werden? Wir sind der Hölle des Nautiloiden entkommen und irgendwo in der materiellen Ebene abgestürzt. Wir müssen die Gegend erkunden und einen Heiler finden.
Guck mal, Schattenherz. Du bist aber weit von mir entfernt gelandet. Nachsehen, ob ihr noch lebt. I'm alive, yes. Thank you for the concern. And speaking of, how are we alive? Ist doch egal, wir haben es geschafft. True. Seems like we're the lucky ones, judging by all the corpses strewn about. I remember the ship. I remember falling, then nothing. Was ist aus unserer Gis-Freundin geworden? You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Habt ihr eine Ahnung, wo wir sind? No, I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first. We need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Ja, ich mach mich dann besser auf den Weg. Leb wohl. Nein, wir, ihr wollt zusammenbleiben? We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Seht euch diesen wunderschönen Tentakel an. Wir könnten monatelang hier ein Restaurant betreiben. Richtig viel Profit machen. One thing. Just before we go. I wanted to thank you again. For freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod. But you didn't. I'll remember that. Lead the way. Das werdet ihr euch nochmal überlegen, wenn ich euch eine ganze Nacht mit dem Stock anpiekse. Ah! Ein wunderschöner Hut. Schön, mit Tab kannst du die auch gegenüberstellen. Weil steht euch der Hut ja besser als mir. Schwierig. Nehmt ein bisschen von meinem Abfall, der bestimmt nichts wert ist. Fresh water. There must be a settlement somewhere nearby. Ah, Seemannslieder. Und wir rudern, die Gischt spritzt ins Gesicht. Und wir rudern, die Gischt, sie stört uns nicht. Und wir rudern das Meer zu unseren Füßen. Und Amberley belügt den Sturm. Blülülü. Something the matter. There's no story.
None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Sing es doch mit sächsischem Dialekt. Suspension des Meergrases freigeschaltet. Alchemiebeute sind die Sammelsachen. Im Reiserucksack haben wir Lagervorräte, okay. Ja, da haben wir den goldenen Schlüssel, der eigentlich für die Truhe gewesen wäre auf dem Schiff, aber ich habe da, ich bin ein bisschen zu schnell vorangegangen. Aber schön, dass Essen und so separat gelagert wird, genauso wie mit den alchemistischen Sachen. Da ist die Alchemie. Okay, du schaltest zwar neue Sachen frei, aber wir können das gerade nicht herstellen. Müssen wir eh nochmal da rein. Also in den abgestürzten. Das abgestürzte Luftschiff. Maybe there's another entrance. In das abgestürzte Luftschiff, so. Können wir leider auch nicht eintreten. Ich guck da einmal durch. Das ist aber ein schneller Treffer. Ah, das war klar.
Arachnophobie, Phobie. Und der Vertraute ist wieder weg. Stufenaufstieg rettet alles. So, geteilte Initiative, kurze Rast, lege eine kurze Rast, um die Hilfe deiner Trefferpunkte und einige andere Sorten zurückzugewinnen. Machen wir Stufenaufstieg. Gesundheit erhöht von 8 auf 14, Klassenmerkmal Arcana Schutz, Gelehrter der Bannmagie. Zwei Zauber erhalten. Sieben temporäre Trefferpunkte bekommen. Danke, sehr aufdringlich. Göttliche Macht fokussieren. Ladung 1, du hast das Attribut, göttliche Macht zu fokussieren. Du beginnst mit zwei Effekten. Untote vertreiben und einem Effekt, der durch deine Domäne festgelegt wird. Wird durch eine kurze Rast oder lange Rast wieder aufgefüllt. Appet erzeugen. Das ist schon in Ordnung. Mit deinen Kleriker-Fähigkeiten. Okay, wir können zwei kurze Rasten machen. Sehe ich gerade. Ich fand den ersten Kampf aber nicht ohne. Hätte auch ins Auge gehen können. Ich dachte, vielleicht ist da hinten in der Ecke noch was, aber ist nicht. Wir müssen durch das Schiff. Sonst ist hier nichts.
nur eins von beiden kann die für 10 Runden aufrechterhalten. Bis auf eine Oberfläche, die gefährlich werden kann. Als Dor kann ich übrigens mit denen bestimmt umgehen, weil es ein Rapier ist. Klassenspezifisch können Drow damit sowieso umgehen. Da muss ich keinen Kampfstab haben. Beziehungsweise volkspezifisch. Hast du dich heute geschminkt? Ne, ich habe mich heute mal nicht geschminkt. Hexenmenschen. Hexenmenschen. Da kann seine Waffe drin eintauchen. Das kannst du mal rübernehmen. Sollte nicht eigentlich unsere andere Begleiterin hier irgendwo rumrennen? Ich habe ja das Early Access damals gespielt, den ersten Akt. Naja, wir können jetzt Alchemie was herstellen. Machen wir später. Na guck mal, kannst du göttliche Fügung von der erhalten und das automatisch dazu nehmen. Richtig gut, ey. Musst du gar nicht vorher dran denken, die noch zu verzaubern. Gegenstände mit alt werden auch nur eingeblendet, wenn du wirklich in Sicht bist von den Gegenständen. Und es war von Anfang an klar, dass das Spiel komplett Englisch sein wird. Ach, da ist unser Liebhaber. Wie auch bei Divinity und so weiter. I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Hört ihr das selber? Fähig dazu seht ihr aus. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Nein, ich bin ein Versager. Shh. Not a word. Let's try to keep that lovely neck of yours in one piece. Hm? And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need him alive. Stow that blade or I'll show you just how messy things can get. Promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Not? Your mind twists.
You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Das ist der Wurm der Gedankenstände, er verbindet uns. The worm. Of course. That explains things. Somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Ihr habt doch wohl noch mehr zu bieten, als tut mir leid. I'm out of wine and flowers, so I hope an introduction will suffice. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. A pleasure. So, do you know anything about these worms? Ja, leider, sie machen uns zu Gedankenschindern. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Ich muss los, aber ihr könnt euch in meinem Lager ausruhen. Ihr sollt mit mir reisen. Gemeinsam haben wir eine bessere Chance. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. Den kann man wegziehen, damit wir unsere Gruppe aufteilen können. Oder haben sie aber den Rand echt klein gemacht da unten? Watch your back. So, da haben wir wenigstens unseren Schurken. Der ist auch schnell durch, der Aufstieg. Guck, du kannst dieses schöne Diadem tragen. Step quick. Wir bauen hier an anderer Stelle. Onward in her name. A mind flayer. And it's hurt. Even injured, it's dangerous. Be careful. You approached the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Nein, du solltest wütend sein, oder nicht? Yes, you feel hate. And you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Auf seine Gedanken konzentrieren. Ich bin mit der falschen Person angetreten. Hätte mit meinem Charakter vorgehen müssen. You try to break through, but its mind is impenetrable. With a last surge of defiance, it slaps your efforts away. The monster lies exhausted, defeated.
Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Diese Augen für immer schließen. Guter Zeitpunkt. Monster. Death is too good for it. Du hättest sie natürlich auch langsam sterben lassen können. No time to rest. Also du hast aber auch zwei Heiltränke dabei, dann ist ja okay. Was mich nur ein bisschen stört, wenn ich mit dem Cast jetzt immer vorne rumlaufe. Ist ja auch nicht so geil. Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. Ja, guck mal, die haben Vorratspakete dabei und einen Goblin-Bogen. What's going on with that room? Looks unstable somehow. Approach the sigil. Nicht reinhüpfen. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Touch mal einfach an. A hand? Anyone? Dem Gewebe dem Siegel zuflüstern, um es zu beruhigen. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Ich habe mich gar nicht mehr erinnert, dass wir den Caster so gefunden hatten, damals. Oh. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better at this. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Alles in Ordnung. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Du traust diesen Mann nicht Waffe ziehen. Das war ich, ja. And I can only assume you too were on the receiving end. Ah, hier unten links hätten wir vorhin noch Charakterauswahl machen können. Hätten wir noch mit dem, hätten wir den Charakter noch wechseln können, mit dem wir beim Gedankenschinder waren. Fahrt fort. The insertee we speak of, this parasite. Are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Ah, diese Larven übersteigen sogar meine Arkankenntnisse. Ich kann sie nicht entfernen. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer. And soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Na gut, schließt euch an. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It's an act of foresighted kindness, I assure you. I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor.
War der Zauberer oder Magier? Ich glaube, das, ja, das ist auch Magier. Ausgewählte Unterklasse Hervorrufung. Da fällt mir ein, ich glaube, ich habe keine Unterklasse gewählt, als ich meinen Charakter erstellt habe. Das habe ich vergessen. Jetzt habe ich nämlich Bandzauber als Unterklasse, glaube ich, bei mir. Müssen wir nochmal von vorne anfangen. Nee, da ist meine Unterklasse ist Magier, Bannmagier. Das war eigentlich nicht meine Intention, aber jetzt ist es halt so. Aber ich habe da alle Menüpunkte angeklickt. Ist mir nicht aufgefallen. Das wäre vielleicht eher was für den Dieb. Geht doch. Someone's left a trap out for us. Wir müssen ein Feinentschärfungskit, um Fein zu entschärfen. This whole place reeks of necromancy. Okay, Kerze kann ich als Lichtquelle benutzen. Wäre ja auch zu einfach. Bin ich jetzt im rundenbasierten Modus plötzlich. Leitfaden des Beobachters. Speer. Ach, deshalb. Da kannst du im rundenbasierten Modus vielleicht noch wegsprinten.
you go. There's a trap. One day I'll catch a break. Step carefully. There's a trap. A strange coin. I wonder what it's worth. Nasty surprise. Caution is warranted here. Be wary. This place is trapped. A trap? Someone doesn't like visitors. Ganz cool, wir erkennen doch die Sachen. Mit der Hand darf ich das nicht öffnen. Super. Juhu, eine Fackel. Lovely day this. For now. Ich habe eigentlich gedacht, das hört irgendwann wieder auf. That way. Aber anscheinend dauert das ein bisschen. Ganz entspannt. Scribes with swords. So much for the quill being mighty. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection.
Wir müssen halt nicht jeden Schrott mitnehmen. Wahrnehmung 3. Keep your distance, darling. Yes? Someone there. What am I to do? Wir haben alle Wahrnehmung 3. Also die Klerikerin und der Schurke. Das soll mit der göttlichen Führung höher sein, oder? Hm. Nee, weil es ein Attributswurf ist. Düt. Das andere ist eine Bannmagie. Das ist nur ein Bonus für Rettungswürfe. No time to dally. Was hast du denn so im Petto? Auch Magierhand. Normaler Arkan Erholung. This way. Ach, die Umgebung sind so schön, ey. Oh, that's just begging to be read. Buch der toten Götter. Lighter than it should be with such a massive lock. Zu Sabotagezwecken nach einer arkanen Route suchen. Das ist schon der Gesamtwert, wenn du drückst. Ja, verdammt, ich hätte einmal erneut würfeln können. The tome does not take kindly to your tampering. A feeling like pins and needles lingers under your skin, pricking and prodding. Than it should be with such a massive Aber Gail darf das nochmal versuchen. Das Schloss mit einem Zauber öffnen. Geht einfacher. Ja, da ich über Charakterwechsel direkt wechseln kann, wer gerade interagiert damit. The lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Religionwurf. Gods. These are the names of gods, once lost but now restored after the second sundering. The last three names in this book sit close together, but are so devastated by the scrawl as to be unreadable. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. Schattenherz ist inspiriert. Inspiriertes Ereignis, Göttlichkeit in Auflösung. Öffne und lies das Buch der Toten. Aber die Weisen auch inspiriert.
Achso, diese Inspiration kann benutzt werden, um einen Attributswurf zu wiederholen. Deshalb hatte ich, glaube ich, vorhin die Möglichkeit, einmal neu zu würfeln. Picked up a wizard who managed to get stuck in his own portal. Hardly a promising introduction. Ich möchte nicht mit euch reden. Can't slow down. Übrigens mal ein Spiel, wo wenn ich reinkomme, schon alles alle Kerzen angezündet sind. Obwohl nie jemand da war in letzter Zeit. In your touch. You're a wizard, aren't you? Ein Magier? Nein. You do have a bit of a glassy look in your eye to be an apprentice. If you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek advice on from a master. Keiner von uns ist ein Meister. Weder du noch ich. Jurgle? This must be ancient. No one worships the final scribe anymore. The inscription is in a language unknown to you. What now? The inscription is in a language unknown to you. The inscription is in a language unknown to you. Ist vielleicht alles dasselbe. Don't waste a step. Your desire? Let's explore. Ach, ich sammle Sachen nur so lange ein, bis ich später merke, dass die alle nichts wert sind und dann höre ich damit auf. Oh, guck mal, ein Hebel. Ach, eine Treppe nach oben. Erstmal Hebel ziehen. Feuerschale activated. Da sind noch die 2000 Fallen. Could be interesting. Let's give this a try. Where's the bloody lock? No lock, no handle. How does it open? What's next? Wenn man die Kerzen anzündet. Oh, wen haben wir denn da?
Na, ist halt so. The subtle. Well, at least there's no skeletons this time. Bin noch am Üben. Alles Fehlschläge. Schleudern auch immer zu Boden. Die gemeinen Purschen zu Boden schleudern. Let's get on with it. Got to keep moving. Wir sind übrigens einfach in diese Höhle reingegangen, einfach um zu gucken. Hat jetzt keinen tieferen Sinn. Buch des letzten Atem. What do we have here? Noch ein Hebel. Unnoticed. Good. Du kannst sehen, wie der da oben steht. Also wo der hinguckt. Gegner sind überrascht und können im ersten Zug keine Aktion, Reaktion oder Bewegung ausführen. Moment, warum sind die anderen nicht im Kampf? Ach ja, weil die noch, die sind doch, also auch unsichtbar. Cloak and Dagger, my favorite. Ach komm, wenn unsere Leute stehen, ja, und ich hätte die sehen müssen. Banditenschlüssel. Einfach raus. Aber ich will mich unten noch ein bisschen umgucken.
Ancient, indecipherable text covers the plaque. A dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Ja, die Banditen sind später hier eingezogen. Might be useful. Ah, sieht her, ein Vorratspack. Mit Shift C kann man übrigens alle zum Schleichen bewegen. Noch mehr sinnloses Geschirr. So, irgendjemand hat im Chat gesagt, ich habe einen geheimen Raum übersehen. Unsichtbar bleiben sollen. Leave no trace. Let's try this. Mach das Ding aus. Sounds like fun. Bäm, in den Arsch geschossen. Clear off. We got here first. Barton. Du hast zwar einen schönen Bart, aber sonst bist du hässlich. Deshalb trägst du auch einen Bart. Achso, darf keine Rüstung tragen, um die Verstärkung anzunehmen. Fackel wegstecken hat die ganze Aktion gekostet. Na gut. Doch. Rüstungsklasse um 2 erhöhen. Verstecken Erfolg, obwohl der in meinem Weg steht, aber jetzt kann ich den aus dem Versteckten wieder angreifen und habe dadurch einen Angriffsvorteil. Kritischer Treffer, 22 Schaden. Die KI, das Konzept mit Türen. Ja, warum auch nicht? Die KI wird ihr Ding schon machen. Haben sie lange noch dran gefeilt. Flagler.
time to press ahead. Ignis! Nächste abgefackelt. I speak, they burn. Ach, die Cars sehen auch alle so schön aus, ey. Das ist. Das erfüllt mein Drow-Herz mit Wärme. So ein bisschen. Vielen Dank fürs Folgen, Chrissy. Zwei Wurfsperre. Alchemistenfeuer, das müsste ein Feuertrank sein zum Schmeißen. Ach ja. Gelegenheitsangriff kann gerne sofort ausgelöst werden. You do not recognize the language on the plaque. Feiner Staub bedeckt die Seiten. Ertrunken, innere Fäulnis und Fieber. Hunderte Todesanzeigen. Ich habe übrigens am Anfang nicht angefangen, irgendwas vorzulesen, weil ich gedacht habe, die sind sehr lang, aber im Vergleich zu Remnant 2 sind die Texte ja hier super kurz gehalten. In den Büchern. That might be worth a look. Ich wollte einfach mal den Hebel ziehen. Wir haben noch eine kurze Rast. Lovely little pick-me-up. Dafür hast du hier 100 mehr Bücher. Naja. I've had better days and worse ones. Wir haben ja bei Remnant nicht alle gefunden. Aber wenn dein Buch einfach 30 Seiten hat im Spiel, ist das schon hart an der Grenze, was du in einem Spiel so reinpacken sollst als Buch. Freizeitsandalen. Die Crocs der Fantasy-Welt. Magierstufe zu niedrig, um zu lernen. Wie man sieht, ich sammle schon den ganzen Scheiß. Du hast keinen Umgang mit schweren Rüstungen. Ach so, ich bleib trotzdem ausgewählt. Muss erstmal hier umklicken, weil sie kann schwere Rüstung tragen. Schattenherz. Got to press on. Hier sitzt Gevatter Tod aus Bill und Ted reisen durch die Zeit. Ich spiele Bass in meiner Freizeit.
Better take a look. Let's see what we have here. Unbedingt sterben da vorne, oder? Might find something useful. Guck doch, wo ich hier rauskomme. Ah nee, lass mal. Seht her, ich bin ein Knopf. That's curious. Hells, something just woke up down here. Let's have it. Let them come. The darkness can be to our advantage. Let's move. Wir sollen uns ein bisschen schützen. Abbild von mir erschaffen. Das Abbild kann ich sogar bewegen. Kann sich nicht bewegen, okay. Untote vertreiben kommt erst, wenn die näher sind. Bringt mir doch jetzt nichts. Hast nicht geschafft. Hat es immerhin versucht. Indeed.
After me. Ach, das war meine göttliche Macht. Scheiße. Wird natürlich. Naja. Passt schon. Zu spät, Marv. Wir hatten vorhin mehr Zuschauer. Da habe ich angefangen zu rülpsen und zu furzen im Stream und deshalb sind viele gegangen. Halt das Übliche. Kann auch nichts dafür für meine Pneumatikprobleme. Ein Untodesziel ist außerdem bei Angriffswürfen im Nachteil. Qualitätsstream und dann gehen die einfach. Ach, du hast versagt. Ja, ich weiß auch nicht. Resistenz gegen Gift und sonst gegen Wucht noch. Das Aktion, das Ereignis eines anderen Attributs Merkmals oder Zustand freischaltet, sie verbleibt neben deiner Schnelllei, solange die Voraussetzungen gegeben sind. Ach so. Der ist verbunden mit dem, da kann ich noch Schaden darüber ziehen. Ah, ich habe noch überlegt gehabt, was ist denn so viel besser am Hexenpfeil? Aber ich habe das ein bisschen falsch gesehen mit einem Blitzangriff, sowas in der Art. Man sieht ganz klar, dass ich als Cosplay Knecht Ruprecht bin. I'll strike you down. Und Marv hat Junge geschrieben im Chat. Dementsprechend werde ich ihn erstmal auf die Liste der bösen Kinder setzen. Mal auf, wenn ich mit meinem Knüppel vorbeikomme. Let's find some prey. So, der hat ja einen Bonus für Heimlichkeit bekommen von seiner Kollegin. Nein! Ach, weil ich C gedrückt habe und nicht das genutzt habe. Ich hätte das hier raffiniertes Versteck machen müssen, weil das ist eine Bonusaktion. Aber wenn du C drückst, kostet dich das eine Aktion. Oh. The Lance board is set.
Wie soll ich den denn nochmal aktivieren? Ach da. Pep. Sehr schön. Heilige Makrele, geiles Kostüm. Dankeschön. Ich dachte, ich mache mich mal hübsch für euch. So, ihr Kinders da hinten, kommt da mal übers Fett gelaufen. Leider nicht über das Fett laufen, weil es leider Caster sind. Und direkt wieder verstecken. Man kann das Fett auch entzünden, aber das wird mir jetzt gerade nicht viel bringen gegen die. Du bleibst da einfach stehen. Schauen, wie ich mich mache mit dem durchbohrenden Schuss. Immerhin ist das meine Volksfähigkeit. Ich finde auch schön, dass diese Sichtfelder angezeigt werden. Schwieriges Gelände. Das ist hier ganz normaler Boden. Ah ne, der ist eingefroren, glaube ich, durch den Kältestrahl. Ja, stimmt, da ist Eis drunter. Da hat die jetzt nicht mitgerechnet. Relics are wasted on bones. We can make much better use of them. Jemand hatte gesagt, soll ich speichern. Warum? If not over, then through. A lot of effort to hide one sarcophagus. Konnte man jetzt einstellen, wie groß sein Genital ist? Ja, und ich habe Pferdeschwanz-Einstellung genommen. Mit Toten sprechen. Nekromantie-Zauber des dritten Grades. Hier lies the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement. Öffne dich, Sarkophag!
Ja, hallo, ich komme von ATU. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Ich bin leicht verstört, nachdem ihr soeben aus einem Grab gekrochen seid. Was seid ihr? I am not the same as those thou hast slain, if that is what thou askest. Wilt thou answer my question? So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? Leben hat nur da einen Wert, wo Loth es bestimmt. What an imbalance. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Flip weg. We have nothing more to discuss. I must attend this place after so many years away. Ihr solltet mir lieber nicht folgen, es hätte Folgen. Bald ist reichlich vage, wann genau? When the time is proper. I do not know that hour any more than dost thou. But I do know that the longer thou standest here, the farther away our second meeting becomes. Dann geh. Stichschaden nekrotisch. Ach so, das ist ein einzelner Pfeil? Nimm mal in die andere Hand noch den Bogen. Du kannst das schlichte Gift drüber nehmen. So, brennende Hände erlernt. Du kannst ja mit dem Magiern Sprüche erlernen. I'm ready. Whatever it takes. A long way from Waterdeep. Oh, du kannst deine Unterhose ausziehen. Wir haben den Modus angemacht, dass Genitalien nicht angezeigt werden. Aber schöne Unterhose. Wits and blades, always sharp. Sie hat keine Brustwarzen. Ah, sie ist dann abgedeckt. Sie hat trotzdem so eine leichte Brustwarzenrüstung. Level 100 Rüstung. So, lass uns eine lange Rast machen.
Lager. Allgemein zu Toren. Im Lager kannst du deine lange Rast einlegen und deine Gruppe vollständig heilen. Außerdem kannst du Gruppenmitglieder verwalten, die Beziehungen mit deinen Gefährten weiterentwickeln und später deinen Charakter ändern und weitere Anhänger rekrutieren. Und ich laufe rum und sehe aus wie ein Vampir. So, das ist aber in der Break einfach mal für die YouTube-Folge. Wir sind nämlich schon sehr, sehr lange dran. Nothing of note, really.